Ja. Und wir haben den Träger erfunden. Sehr gut. Wie gesagt, ich muss mich ja vor denen hier noch fernhalten. Bis wir 20 Bier im Lager haben. Mit dem wir sie friedlich stimmen können. Ja, solange er rumsteht, verbraucht er seine Nahrung wirklich langsam. So, du lernst erstmal Töpfer, das ist wichtig. Hast Hunger, also gehst du in die Bäckerei und holst dir was zu essen, das ist auch wichtig. Holz wird produziert, alles wird gemacht, gut. Das Steinmetzzelt wird gebaut. Hier noch einmal Leder, dann ist es fertig. Ja, den Bug finde ich etwas doof, dass der Jäger die Nahrung, obwohl er eigentlich kaum Nahrung im Jägerzelt hat, immer wegtransportiert, anstatt dass er das Leder wegtransportiert. Eine Schusterei. Oh, die würde sogar noch da oben hinpassen. Aber damit warten wir mal lieber, weil ich glaube, die ist da wieder zu weit weg. So, Steinmetzzelt ist fertig. Das heißt, wenn wir genug Geschirr haben, wird der Steine klopfen gehen erstmal. Ich habe gerade nicht mal die geringste Ahnung, welche Gebäude brauchen eigentlich Lehm? Nein. 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 Bogenschnitzerei auch nicht. Brauerei auch nicht. Boden braucht auch nur Holz und Leder. Holz, Weizen, Stein fürs Dreifamilienhaus. 312. Wie sieht es eigentlich mit dem Zweifamilienhaus aus? Auch 312. Also das macht eigentlich keinen Unterschied. Eisenmine braucht Lehm. Okay. Eisenschmelze braucht Lehm. Fischerzelt nicht. Goldmine braucht Lehm. Okay. Goldschmiede auch. Also irgendwie alles, was einen Ofen hat. Hauptlager können wir nicht bauen. Holzfällerzelt ist klar. Also alles, was Zelt ist, braucht Holz und Leder. Kaserne braucht Holz und Stein. Genau. Lagerhaus braucht Lehm. Lederschneiderei ist Stein. Lehmarbeiterzelt ist Zelt. Braucht also nur Leder und Holz. Braucht Stein. Pilzsammler braucht Lehm. Mühle braucht Lehm. Okay. Obstfarm. Ja, es gibt doch genug Gebäude, die Lehm brauchen. Das braucht Stein. Die Schäferhütte sogar braucht Lehm. Schule braucht Stein. Schusterei braucht auch Stein. Die Preise sind übrigens auch immer dieselben. Also, wenn ich gucke, Mühle braucht 311. Ich Pilzsammlerhütte nehme oder jetzt Schäferhütte, braucht sie auch 311. 311, ja. Also entweder 3 Holz und 1 Leder oder 3 Holz, 1 Lehm. Und was war das letzte? Ach, ein Weizen, genau. Oder 3 Holz, 1 Weizen und 2 Stein. Das einzige, was aus dem Raster fällt, ist die Kaserne. Weil Spezialgebäude.
Dann natürlich die das Vor nee, sogar das Vorratszelt und das Lagerhaus auch. Ja, auch das Lagerhaus. Alle nach demselben Prinzip. So kann man sich wenigstens die Sachen leicht merken. Du bist erwachsen. Das heißt, du lernst gleich mal, wie man Träger wird. Dann gehst du wieder deiner Weizenarbeit nach. Also ja, ich denke, wenn hier oben das Stück hier abgeholzt ist, könnten wir da ein Lehmarbeiterzelt hinbauen. Nicht ein Lehmarbeiter, ein Schuster. So, du wirst Träger. Ja, unser Töpfer hat wieder Hunger. Du bringst immer noch lieber Nahrung weg. Als dein Leder. So, Brauerei ist fertig. Ich brauche nur noch Leute dafür. Geschirr wird auch langsam mehr. So, du bist Träger. Das heißt, unser Träger hier. Wird wieder Farmer. Du arbeitest hier. So, denn unser Farbumsatz muss wieder steigen. So, und jetzt können wir mal den Speedboost reinhauen. Jetzt, wo unsere Nahrungsproduktion eigentlich laufen sollte. So, und er sollte ja auch 2 bis 3 Brote pro Ladung jetzt produzieren. So, du bist erwachsen. Das heißt, ich kann... euch mal sagen, heiratet. So. Ja, ich kann die Schusterei jetzt hier hinbauen. Gut. Alles andere ist gebaut und alles läuft jetzt. Bei dir ist auch noch alles in Ordnung. Ja, es werden überall kleine Weizenhälse ausgesät. Gut. Werkzeugschreinerei steht leer. Ja. Da ändern wir das jetzt mal. Weil es liegt ja jetzt genug gefälltes Holz hier rum. Wie man sehen kann. Und auch der Holzfäller selber hat genug Holz. Und es ist genug Holz in der Werkzeugschreinerei.
Und ja, wenn ich wollte, könnte ich irgendwann einen Bauarbeiter noch zum Holzfäller machen. Dass einer Schreinern und Holzwerkzeuge herstellt und der andere dann eben töpfert. Holz fällt, nicht töpfert. Irgendwie bin ich gerade immer einen Schritt voraus mit dem, was ich sagen will, mit meinen Gedanken. Und ja, ich muss gucken, dass ich dann jetzt auch demnächst mal unsere Weizenversorgung optimiere. Wobei unser Träger ja auch gerade recht fleißig jetzt ist. Okay, Schuster ist fertig. Das heißt, du schusterst das gleich mal. Der ist erstmal müde, das ist okay. Oh, du hast Werkzeugschreiner schon erfunden, sehr gut. Dann stell mir jetzt nochmal neue Holzwerkzeuge her. Du hast Töpfer erfunden, das ist auch gut. Das heißt, das Dreifamilienhaus kann jetzt gebaut werden. Da braucht zwar der Müller ein Stück zum Laufen, aber das sollte noch gehen. Nein. So. Ihr seid alle eingezogen. Das heißt, wir machen unsere Leute für die. Oh, du hättest trainiert werden können. Dann trainier dich mal. Machen wir jetzt unsere Leute, die wir brauchen für die Brauerei. So, Holzwerkzeug wird hergestellt. Schuhe werden hergestellt. Speermacherei. Was ist mit dem Tischler, mit der Möbelwerkstatt? Die hat nicht mal Platz hier oben. Okay. Das heißt, wir verzichten auf Möbel. Lassen ihn sein letztes Holzwerkzeug herstellen. Ja, das heißt, wir brauchen nicht mal einen Bauarbeiter zum Holzfäller machen. Weil ja, ich weiß, die Möbel bringen schon was an Schlaf. Aber sie sind jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel Schuhe und Geschirr. So. Du hast die gewünschte Warnmenge hergestellt, das heißt Steinmetzarbeiten.
Ja, und Weizen wird mehr gut. Und schwupps sind wir so voll, dass wir... Nahrung jetzt einlagern können.